Immer dabei. Die bewusste Präsenz, mal, war noch mal meine Aufzeichnung, jetzt läuft sie. Die bewusste Präsenz, im Jetzt zu sein, muss an das klar machen, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass das, was ich dir mitteilen kann, sind Auszüge von Auszügen von Auszügen. Und jetzt machen wir wirklich einmal neu aufbauend auf dem letzten Selbstgespräch, dass ich immer wieder sage, es tauchen in dir Menschen auf, die komplett zu deiner Logik widersprüchliche Meinung machen. Du meinst oft, es ist einer Lügner, weil das deiner Logik widerspricht. Aber das, was du hörst, sind erst einmal komplett andere intellektuelle Systeme, andere blaue Ichs. Ja. Und darum kann, wenn das in einem Traum auftaucht, das ist ja immer was, was du zu sehen bekommst, ist jetzt, aber das läuft durch deine Fühler, durch deine Filter jetzt. Das läuft durch deine Filter und es ist ganz, ganz wichtig, dass du ja die Worte interpretierst und du musst dich zuerst einmal trennen von dem zwanghaften chronologischen Denken. Ich sage, mach dir die Perspektiven zu eigen, diese alternativen Fakten. Ist jetzt der Hitler Gute gewesen oder ist es ein Böser gewesen? Man hängt immer noch in dem Wahn, dass das eigene Wissen, das man sich in die Vergangenheit denkt, das angeblich in der Vergangenheit war oder das in der Vergangenheit dann und dann das entstanden ist, bau dir auf deinen Schwamminhalt auf, was du gar nicht bezeugen könntest. Das ist angelesenes Wissen. Ich sage, streich das ganze angelesene Wissen erst einmal als reine Möglichkeiten wie ein Märchen, dass du Vorstellungen jetzt in dir aufbaust. Mit einer absoluten Wirklichkeit hat es nichts zu tun. Die absolute Wirklichkeit besteht darin, dass du hier und jetzt ständig wechselnde Bilder hast, die du um dich herum unbewusst in Raum und Zeit verstreust. Und dann gehen die Streitereien los. Das ist ja auch schon die Tatsache, in unseren Kalenderfällen angeblich 400 Jahre behaupten einige Professoren, die alte Schriften studiert haben, die ich mir jetzt natürlich ausdenke. Und andere Professoren haben andere alte Schriften gelesen, definieren für sich eine andere Vergangenheit. Es ist Vergangenheit ist etwas, was du jetzt aufgrund deines Glaubens, den du vom Hörensagen kennst. Oh, ich kriege da nochmal ein Gespräch, das schalte ich dazu. Ich habe gerade eine Aufnahme laufen. Wo seid denn an ihr? Der Hör macht dich. ihren Hintergrund an eigenständigen, der zaubert ja. Ich druck gleich weiterreden. Es ist jetzt immer wieder, wo waren jetzt die zwei die ganze Zeit? Ich habe keinen Ton von euch. Kein Ton. Habt ihr meinen Ton? Ja, wir haben deinen. Ist er da. Jetzt. Hast du Tut es gleich gemerkt? weitermachen, weil ich gerade das aufnehme, wenn es euch recht ist. Ja. Also, dass hier die Problematik ist, was in dir auftaucht. Du lebst in einer komplett eigenständigen Welt. Das heißt, in unserer Welt, ich sage jetzt mal, in unserer Welt meine ich jetzt den Geist, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört. Taucht jetzt plötzlich hier diese zwei hübschen Menschen auf, als Pixelmännchen, die haben nicht existiert, bevor die aufgetaucht sind. Und jetzt kommt schon die Illusion mit dem Hintergrund, diese ganzen Manipulationen, die man selber macht. Man hat immer für sich ein eigenes logisches Erklärungsmodell. Und du musst dich komplett lösen. Die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, baut auf deinen Schwamminhalt auf, wo 99% nur vom Hörensagen sind. Das heißt, wann das Internet entstanden ist, ich erkläre das immer wieder, man glitscht immer wieder weg. Sobald ich merke, dass irgendwas meiner jetzigen Logik meinem Wissen widerspricht, muss ich mir diese andere Perspektive zu eigen machen. Ich kann nur immer von einer Seite reden. Es gibt kein allgemein Wissen, wenn ich jetzt mit einem Geistesfunken rede, du sag ich, es ist wie in einer Schulklasse, ich rede mit vielen Geistesfunken jetzt gleichzeitig. Letzten Endes erkläre ich das nur dem Geist, der jetzt personifiziert in seinem Traum vom Computer sitzt. Aber das können jetzt in diesem Moment tausende verschiedene Personen sein, die von einem und demselben Geist ausgedacht. Jetzt denke ich mir tausend verschiedene Menschen aus, Trockennasenaffen, die vom Computer sitzen. Aber hören, mich hören, tut nur der Geist, der jetzt glaubt, er ist ein einziger von diesen Menschen, die wir uns ausdenken. Das ist ja alles dabei, man glitscht immer wieder weg und ich tue jetzt ganz kurz einmal hier meinen Bildschirm übertragen. Das war jetzt der Eintrag jetzt aktuell in unseren Chat, was ich reingestellt habe. Da geht es ja nicht um irgendwen, den ich mir ausdenke, zu kritisieren. Ich sage immer wieder, die Figuren, die ich mir bewusst ausdenke, kritisiere ich nicht. Du musst anfangen, das zu verstehen. Und Ja. zwar war das diese Kleinigkeit hier. Das machen wir mal schnell weg. Da hat hier Michael mit einer gewissen Aufmerksamkeit reklamiert, wie viel Scheißgeschwätz Alzheimer muss ich dir eigentlich noch einspielen? Das ist ja Udo-Zitat.
Also es geht um Folgendes im Selbstgespräch vom 1.1.21 ab 48.35. 1991 habe ich doppelt so viel IQ-Steuerung gezahlt wie Amazon. Das stimmt übrigens in dieser Udo-Welt. Ich lege mich immer nicht fest, das ist ja zweimal drinnen, einmal in einer losen Aufnahme, wo für mich nicht aufgenommen, von mir nicht aufgenommen wurde. Ich mache jetzt Vergangenheit, ich denke mir jetzt Vergangenheit aus. Das hat die Ariane mit dem Handy aufgenommen und hat es in Redo weitergegeben und er hat es reingestellt. Und ich habe dann kurz drauf das ein schönes Selbstgespräch gemacht mit Aufnahme mit die Fettings, drum ist das fast doppelt gemoppelt. Drum wiederholt sich das. Auf jeden Fall habe ich in der ersten Version, sage ich noch, das war um 90, 91, ich weiß es nicht mehr genau, soll es 92, 93 gewesen sein, aber unabhängig davon, ich rede jetzt ganz normal zurückgeblättert in dem Udo-Lebensbuch. Was ich ja selber erlebt habe, kann ich auch beschwören. Okay? Und mal überhaupt, ich weiß ja nicht, in welcher Welt Udo so gelebt hat. In meiner Welt wurde das Internet erst 91 freigegeben. Ich sehe das als eine vollkommen wache, wertfreie Aussage. Keine Kritik an dem, was drin ist. Der erste brauchbare Browser war Netscape. Quelle sowieso. Okay, jetzt kann ich natürlich ich denke mir jetzt den Michael Krause aus, der das gemerkt hat, was ja eine gewisse Aufmerksamkeit ist, aber wieder ein Vergleich mit seinem Ideal. Und jetzt kopiere ich diese kleine Stelle raus. Ich habe das jetzt absichtlich rot gemacht. Ich denke mich jetzt als unbewussten Dummbrösel, den ich aber rot mache, immer noch als Geist, weiß nicht, da ist es blau. Ich weiß ja nicht, in welcher Welt Udo so gelebt hat. In meiner, und jetzt schreibe ich in M ein, diese von dem nicht existierenden E-Quadrat-Welt, die ist sehr, sehr vielfältiger, wie du dir das chronologisch vorstellst, wurde das Internet erst 1991 frei, Gag ist eben. 1991. Das sind keine Zufälle. Und der erste brauchbare Browser war Netscape. Und jetzt sage ich, eben ist hier und jetzt bewusst selbst ausgedacht. Die Jahreszahl ist angelesenes Wissen. Es ist rezitiertes Wissen. Es ist Wissen, das du in deinem Kopf verwirklichst, dass das da war, obwohl du eigentlich, wenn du es beschwörst, an Meinheit beschwört würdest. Du kannst nur beschwören, dass auf der und der Internetseite, wenn du die aufrufst, diese Jahreszahl angegeben ist. Genau. Und jetzt habe ich hier Quelle und dann mache ich jetzt Quelle, ist ein träumender Geistesfunk, generiert in sich seine eigene intellektuelle Traumwelt, die Maßsetzung deines Schwamminhalts, deines Programms, das zurzeit in deinem Arbeitsspeicher arbeitet. Okay? Ja. Mhm. Jetzt habe ich da meine Smileys und jetzt kommt hier mein Zitat, vervollkommne dein Glaubensprogramm. Und es verändert sich die von dir chronologisch ausgedachte Welt. Und das sind jetzt drei kleine Aussätze aus Ordnungsschriften. Da steht immer wieder, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Dein sogenannter gesunder Menschenverstand ist extrem trügerisch. Das ist immer, jedes Gotteskind bestimmt über sämtliche Qualitäten, die es selbst macht, über die Vergangenheit, die du dir jetzt ausdenkst. Aber du bestimmst mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, mit dem Wissen. Und es ist nicht dein Wissen, es ist das geistlos nachgeplapperte Wissen deiner Lehrer und Erzieher. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Erst wenn er als Mensch, das ist J-C-H-I-C-H, wach wird, sieht er die Wirklichkeit in sich selbst. Ja. Mhm. Das waren jetzt hier so dieses, da habe ich drei mit reingestellt, das ist jetzt gar nicht, das sind nur Wiederholungen. Und jetzt habe ich hier den Goethe noch mit reingemacht. Das ist nämlich auch interessant. Goethes Faust. Kann man Gut und Böse voneinander trennen? Kannst du den Wellenberg und das Wellental eigentlich voneinander trennen? Es ist so unendlich tiefe Weisheit, aber nicht, wenn man das materiell sieht. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn all das Nichts lässt, was entsteht, sich in Bewegung setzt in mir, in einem ständigen Wechsel von Bildern, ist es wert, dass es zugrunde geht. Es zugrunde können wir eigentlich, diese geistige Runde heißt immer, es taucht auf und es verschwindet. Ja. Drum besser wäre es, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ich Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches L. Amen. Und Mendio Wismar heißt ja etwas überlegen, Erinnerung und Lügen verbreiten. Bei euch hierher kann man das Wesen gewöhnlich aus den Namen lesen. Und jetzt ist immer wieder die Frage, was für ein Name ist UP? Mhm.
Das ist also hier, es wird sehr komplex und es wird so einfach, wenn ich mir jetzt erst einmal bewusst mache, was jetzt da ist. Das erwähne ich immer und immer wieder. Und ich gehe jetzt nochmal auf das Neue drauf ein, dass ich sage, wie wird das nächste Leben, habe ich angesprochen. Vielfältig. Ich kann es insoweit nicht erklären, weil ich immer wieder sage, wenn du in einem höheren Betriebssystem bist, ist es jenseits deiner Vorstellungskraft. Aber du solltest einmal die Möglichkeit in Betracht ziehen, als erstes, dass du dasselbe Leben, das Programm, du sollst dir das Programm durchschauen. Und jetzt bringe ich ein altes Beispiel von die Selbstgespräche. Ich sage, wenn du den Berg deines Bewusstseins besteigst, gibt es viele verschiedene Wege. Es ist ungefähr so, wie wenn wir jetzt in der Grünau sind und dann fahren wir, ich weiß jetzt nicht, wie der Berg hat, wo man schon war, wo man mit der Seilbahn hochfahren kann. Der einfachste Weg ist einfach, du setzt dich in die Seilbahn rein. Das ist der Vorschlag, den ich im letzten Selbstgespräch gemacht habe. Du setzt dich einfach in das Auto rein. Du musst nicht Auto fahren können. Vertrau mir einfach, die Tür habe ich aufgemacht und ich bringe dich wieder heim. Das heißt, wir können jetzt den ersten, den einfachsten Weg gehen. Wir setzen uns in die Gondel und wir fahren auf den Berg des Bewusstseins hoch. Und da sitzen wir oben und da oben ist dann das Sennerhaus und dann trinken wir Käffchen ganz gemütlich, ohne Anstrengung. Dann hast du eigentlich schon das Wissen, was du bist. Du hast den Gipfel der Erkenntnis erreicht. Aber du bist nur einen Weg hochgegangen. Du willst was sagen, Trixi? Ja, oder du musst nur ein Bildschirmteilen beenden. Ach, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. So, Etzer. Das heißt, wenn du auf den, weil ich sehe das nicht, ne? Ich habe ja nur meinen Bildschirm. Ja. Wenn du den Berg des deines Bewusstseins besteigen willst, gibt es da viele verschiedene Wege. Und ich verknüpfe jetzt zwei Gedankengänge. Der einfachste ist, wir schauen, ob sich das rentiert. Wir fahren zuerst einmal mit der Gondel hoch, dann haben wir den totalen Ausblick. Mhm. Aber dann hast du den Berg nicht bezwungen. Du hast den Berg deines Bewusstseins nicht bezwungen. Und jetzt gehen wir mal einen anderen Weg. Wir sagen jetzt, so wie an der Zugspitze, da gibt es einen Wanderweg. Der ist zwar lange, aber der kann jeder, der ein bisschen Ausdauer hat, kann den Wanderweg hochlaufen. Er kommt an dieselbe Stelle. Wenn du den Wanderweg gegangen bist, bist du einen zweiten Weg den Berg hochgegangen. Du hast andere Perspektiven, du hast ein anderes Leben erlebt, aber mit demselben Bewusstsein, ich könnte auch sagen, mit demselben, wenn wir jetzt den Berg selber nehmen als dein momentanes Konstruktprogramm, hast du dir einen anderen Weg angeschaut. Und du wirst dann merken, dass du wesentlich mehr erlebst, wie wenn du den einfachen Weg gehst. Aber das ist es noch nicht. Es gibt dann nochmal einen Weg hoch, nämlich, ich sage mal, einen Klettersteig. Da musst du schon eine albine Erfahrung haben, um da hochzugehen. Es ist nicht nur ein Wanderweg, wo jeder hochgehen kann, wenn er die körperliche Ausdauer hat, sondern du musst auch ein wenig Klettererfahrung haben auf den Klettersteig. Das ist das Nächste. Es ist wieder ein Weg, erlebst du wieder andere Sachen. Aber es gibt noch mal einen Weg, das ist hier die Stahlwand. Das ist, wo ich früher habe ich immer unseren Toni genommen, wo ich sage, wo der Extremkletterer ausgebildet hat, wo es wirklich hier fast nicht nur senkrecht, sondern teilweise sogar negativ hochgeht. Und wenn du dann den schwierigsten Weg auch gegangen bin, erst wenn du alle Wege durch hast, dann kannst du sagen, ich habe den Berg bezwungen. Ja. So, und jetzt machen wir das Ganze in dem normalen Leben. Ich habe gesagt, du spielst jetzt ein Videospiel. Jede Entscheidung, die du triffst, zeigt dir eine von vielen, vielen Möglichkeiten, die aus dem Konstruktprogramm deines blauen Ichs heraus generiert werden können. Ich habe so oft immer als Symbol unser Andrea-Holger-Beispiel. Du könntest jetzt im nächsten Leben sagen, jetzt mache ich einmal, in der Situation mache ich was anderes und dann schaue ich einmal, wie dann mein Leben weitergelaufen wäre. Das sind jetzt diese verschiedenen Wege von dem Bergbeispiel. Es bleibt derselbe Berg, dasselbe Konstruktprogramm, aber du kannst da so viele andere Möglichkeiten heraus generieren. Der Gogo zum Beispiel hätte jetzt sagen können, ich bleibe Koch. Wäre es komplett, eure ganze Familie, es wäre ein komplett anderes Leben, eine komplett andere Lebensspur geworden. Mhm. Und ich betone immer wieder, wir machen hier kein Science Fiction, das ist der wirkliche Hintergrund der Möglichkeiten, die dir Geist gegeben sind, wenn du mal in den Bereich der Freiheit reingehst, wenn du nicht zwanghaft reagierst, wenn du aufmerksam wirst, wenn du dir Sachen, die deiner Logik widersprechen, zu eigen machst. Dieses simple Beispiel ist jetzt ein Berg eigentlich, eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt der Hitler eigentlich ein Guter oder ein Böser gewesen? Das sind zwei verschiedene Spuren. Ich sage, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, hättest du jetzt in der Schule eine ganz andere Vergangenheit gelernt. Das ist übrigens auf dem Konstruktprogramm auf drauf in einem höheren Komplex. Ja. Und jetzt kommt diese Verwandlung, die will ich auch noch kurz ansprechen.
was dir noch nie aufgefallen ist, dass ich immer wieder sage, diese Reihe, die wir uns jetzt als eine Vorstellung vom Säugling bis zum Greis, können wir jetzt ein Zeitbild, Vorstellungsfenster aufspannen und dann machen wir von ihr einen Säugling hin, so hier dieses Älterwerden und dann wirst du ein Greis in einer Reihe. Das ist aber wie die Worte in einer Zeile. Ich kann jetzt auch hinschreiben, Säugling, Kleinkind, Schulkind, pubertierender, erwachsener, Greis. Wenn ich diese Worte in eine Zeile schreibe und ich schaue mir die Zeile an, sind alle diese Worte gleichzeitig da. Genauso sind jetzt auch, wenn wir da Bildchen dafür setzen, die Bilder gleichzeitig da. Was auftaucht, kann immer bloß jetzt sein. Und in Ich bin du Quadrat, im ersten Selbstgespräch, erwähne ich diesen Wechsel, wenn du dich jetzt jünger denkst. Kannst ja nur feinstofflich machen. Und wir wissen ja, jeden Gedanken, das heißt jede Information, die wir jetzt zu sehen bekommen, sobald wir im Hintergrund uns die gedanklich, natürlich nur jetzt gedacht, räumlich oder zeitlich woanders hindenken, ist es immer eine feinstoffliche Information. Mhm. Das, was du sinnlich wahrgenommen oder materiell nennst, muss unmittelbar hier und jetzt sein. Das heißt, du siehst sinnlich wahrgenommen optisch nur dann was, wenn es jetzt auf deiner Farbbrille ist. Dann sagst du, das ist jetzt da. Wenn du dir jetzt irgendwas nach gestern räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist es natürlich auch jetzt gedacht. Aber dann kann das nur feinstofflich sein, weil es nicht auf der Farbbrille ist. Ich kann mir jetzt denken, dass ich in 5 Minuten ein Bier trinke. Aber das Bierfläschchen, wenn ich es jetzt in der Hand habe, wenn ich sinnlich wahrnehme und optisch in einer gewissen Entfernung mit meiner Hand sehe, auf der Farbbrille natürlich nur, ist es auch jetzt. Materie kann nur unmittelbar jetzt sein, weil das hochkonzentrierte Energie ist. Dasselbe gilt jetzt für diese Körper, die du dir zusprichst. Was dir aber noch nie aufgefallen ist, und das, was ich immer wieder sage, ist digital, es hat noch nie irgendein Mensch gesehen, dass aus einem Küken eine Henne wird. Es hat auch noch nie einer beobachtet, dass ein Säugling ein Schulkind wird oder dass dann ein Erwachsener draus wird. Ich kann mir jetzt das vorstellen, feinstofflich, in dieser bildlichen Vorstellung, aber optisch auf der Farbbrille siehst du diese Verwandlung nicht, weil das, was auf deiner Farbbrille im Moment auftaucht, ist ein sofort hier und jetzt entstehendes Bild. Und alles, was ich zeitlich und räumlich woanders hindenken kann, nur feinstofflich sein. Und jetzt kommt dieses Geheimnis, dass Licht eigentlich gequantelt ist. Das tritt nur in ganz zeitlichen auf. Die Erkenntnis von Max Planck. Da haben wir das Planck. Das ist ja ganz interessant, das Bla, natürlich auch für die Seiten, ob ich sage mal, Bella ist ja zuerst BLA, ist jetzt erst mal hebraisiertes Wunder. Das ist natürlich aber auch negativ, das Plane, die Planeten, plane nicht, sage ich, plane nicht für die Zukunft. Es kommt eh so, wie es sein soll und nicht unbedingt so, wie du es haben willst. Und ich sage dir gleich, das schlechteste Leben hast, wenn sich deine Wünsche erfüllen, wenn es so kommt, wie deine Logik dir das vorschreibt, fährst du nämlich so in eine einseitige Sackgasse rein. Wieso ich jetzt das erwähne, ist ganz wichtig, dass dir einfach bewusst werden kann, dass diese Veränderungen, man sieht sie nicht. Außer du hast jetzt mit aller Gewalt ein stochastisches Denken, dass du diesen Glauben am Leben halten willst. Dann wirst du es trotzdem nicht sehen, aber deine Logik würde das suggerieren. Das ist selbst den normalen Stundenzeiger, kannst du nicht beobachten, dass der sich bewegt. Ich sage beim Minutenzeiger, wenn er groß genug ist und genau hingehst, dann merkst du schon langsam, aber das ist Licht an dem logischen Konstrukt. Aber jetzt immer wieder dran denken, was ist es jetzt? Und die Bilder wechseln mit Lichtgeschwindigkeit. Und dann fällt es sowieso alles in das Jetzt zusammen. Das heißt, es ist eine tiefe Erkenntnis, wenn man das einmal versteht, habe ich eigentlich gesehen, wie sich mein momentaner Körper auflöst. Das heißt, in Ich bin du mache ich das in einfachen Worten. Inwieweit habe ich eigentlich was mitbekommen, dass ich mich eben von dem Kleinkind, also ich sage jetzt, wo schon Bewusstsein da war, das Kind, wo in die Schule kommt, dann der Jugendliche, dass sich mein Körper verwandelt hat. Weil wenn ich an meinen Körper denke, ist er so, wie ich ihn jetzt denke. Und sobald ich an was anderes denke, ist er wieder weg. Habe ich die eigentliche Verwandlung mitbekommen? Und soweit ich mich jetzt erinnere, in Ich bin du Quadrat, sage ich, das passiert so zart, in so kleinen Schritten, über jetzt bewusst eine große Zeitspanne gedacht, dass du das im Jetzt gar nicht mitkriegst. Man wird sich dessen nur wieder bewusst, wenn ich meine Jetzt-Vorstellung meines Körpers mit irgendeiner Vorstellung, so habe ich früher ausgeschaut, wenn man Fotos zum Beispiel in der Hand hat, die natürlich auch jetzt wieder entstehen, wenn sie zur Information waren.
Und jetzt ist natürlich die Logik, dass in deinem fehlerhaften Glauben drin ist, irgendwann kommt jetzt der Punkt, wo ich sterbe, normal genannt, das nennst du, wo sich mein Körper auflöst. Ich sage, der löst sich in dem Moment auf, wo du ihn nicht denkst und du kriegst ihn genauso wieder, wie du meinst, dass er sein müsste. Plus dieser Alterungsprozess, das ist aber Alterung, ist Alternieren. Und es hat nichts damit zu tun, dass sich das chronologisch in einer Zeitspanne abspielt, höchstens in der Spanne, die ich mir jetzt wieder denke, mir was reindenke. Das ist aber sehr, sehr begrenzt. Ich hoffe, das wird verstanden. Ja. Ich sage jetzt, das war dieses Beispiel hier mit den Fenstern. Mit dem Loverboom, dass du hier momentan ein System hast, ein Programm hast und es hat, um sich am Leben zu halten, braucht es, das ist mein Zeitpunkt, einen aufrechten Parameter. Ja. Und da ist jetzt in einem gewissen Maß hast du genau dieses Prinzip, du hast, ich sage aber eine gewisse Salzmenge und jetzt haben wir ja das Salz und da kriegst du jetzt Melech, Cholam, der Traum und Lechem, Berot im Adam. Diese drei hebräischen Radix, wenn wir mal austauschen, wenn du dich erinnerst, kriegst du, das fängt zum Schmecken an in dem Moment, wo du als ein Ich-Bewusstsein kriegst, wo du dir einen Körper zusprengst, wo schon Bewusstsein da ist. Ich würde jetzt einmal sagen, das beginnt so mit 3 Jahren, 3,5 Jahren. Da ist schon der Kleine, sitzt schon da, jetzt ausgedachterweise, der sagt, hier, ich bin schon 3 und so weiter und so weiter. Der hat schon, ich bin schon 3 und ich weiß ja. Das ist, da kommt in unsere Suppe, kommt Salz rein. Und jetzt ist natürlich, dass ich jetzt, wenn ich mehr Salz rein tue, bleibt die Suppe. Ich sage jetzt, das wäre jetzt der ganze Weg, bis du zum Kreis wird und dann wird es schon sehr, sehr salzig. Und jetzt kommt dann der Punkt, wo unser System irgendwann einmal umkippt, wo ich sage, wo es versalzen ist, es wird toxisch und ich kann das Ding dann nochmal Suppe nennen. Es wird ungenießbar. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt im Alterungsprozess dieser Punkt, wo ich sage, kippst du ja nur in einen neuen Systemparameter um, wenn du das Beispiel verstanden hast. Ja. Das heißt, dass das weitergeht, deine Verwandlung geht weiter und was jetzt passiert ist, dass du begreifst, genauer noch, dass du jetzt wirklich verstehst, dass du ewig bist, dass der, der das Leben erlebt, ja nicht dieser ausgedachte Körper ist. Wie ich immer sage, du warst dein ganzes Leben, egal welchen Körper, auf welcher Seite du dir zusprichst, in dieser ganz simplen und einfach zu verstehenden Metapher, derselbe Geist. Dass jetzt aber was kommt, dass du irgendwann am Ende des Buches ein neues Buch lesen musst, was aber an dem Leser wieder nichts verändert. Und ich sage, das Wesentliche in dem neuen Buch ist, dass du jetzt nicht mehr sagst, ich bin dieser Gedanke, dieser Körper und alle anderen Informationen bin ich nicht, sondern jetzt wird dein Körper, das bedeutet Holofeeling, sämtliche Informationen in einem ständigen Wechsel, das ist jetzt dein Körper. Ich habe eine Frage dazu. Bei dem Selbstgespräch, bei dem vorletzten mit den Fettings, da hast du das gesagt, mit der Scheibe, wenn der Stein hineinfliegt und die Wurfgeschwindigkeit wird so erhöht, dass nur mehr das Loch ist, wo er durchschießt und die Scheibe in lauter kleine Dreiecke zerspringt. Das ist die Stufe davor, Trixi. Davor. Die erste Stufe, ich zähle es ganz kurz nochmal auf. Wir fangen mit einem ganz seichten Wurf an. Unser System ist die Glasscheibe, das System nenne ich die Glasscheibe, ist vollkommen lautlos still und bleibt heil. Und jetzt erhöhen wir das Geschoss, ich nenne es einmal das Geschoss, und irgendwann kommen wir an diesen Lufferpunkt, der sich eigentlich auf Sozialwissenschaften bezieht, in Bezug auf Steuern, was für dich jetzt sehr wichtig wäre in deinem Job, Gogo, als Steuerberater. Das kurz nochmal zu sagen, der Luffer prinzipiell erklärt eigentlich nur, wenn ein Staat die Steuern erhöht, hat er mehr Einnahmen, kann mehr machen und dann kommt irgendwann einmal ein Punkt, dass wenn die über den Lufferpunkt drüber gehen, obwohl die Steuer erhöhen, haben sie weniger Einnahmen. Mhm. Weil die Bürger irgendwann einmal merken, es ist sinnvoller, wenn ich jetzt Arbeit, Geist und Kreativität reinsetze, um Geld zu verdienen, bin ich bereit, von dem Gewinn was abzugeben. Wenn jetzt aber ich irgendwann einmal merke, dass der Geist und die Kreativität mehr bringt für mich, wenn ich mir Gedanken mache, wie ich die Steuergesetze umgehe, wirst du merken, dass umso mehr die Steuern erhöht werden, das ganze Ding plötzlich die Steuern sogar weniger werden. Ganz alte Erkenntnis. Und darum nenne ich das den Lufferpunkt. Das gilt eben für alle Systeme, nicht nur für die Finanzwirtschaft. Danke. Kann man schön übrigens bei dem Videospiel Anno sowieso, wo du eine Insel bevölkerst und da musst du den Chef machen und da hast du zuerst deine Ausgangsbasis und du wirst feststellen, wenn du die Steuern erhöhst, hast du mehr Einnahmen und du kannst mehr machen. Aber wenn du über einen gewissen Punkt hinausgehst, wandern die Leute ab, die hauen von deinem Land ab.
Und dann unterm Strich, weil weniger da sind, hast du dann wieder weniger Steueraufnahmen. Wenn du die Steuern runter tust, hast du zwar weniger Einnahmen, aber plötzlich, weil das ein Steuerparadies ist, wandern die alle zu. Jetzt musst du genau den Punkt erwischen, wo für dich eine Maximierung, eine Gewinnmaximierung ist. Mhm. Den darfst du nicht überreizen. Bin ich oft darauf eingegangen. Aber was jetzt wichtig ist, unser System Glasscheibe ist ruhig. Jetzt kommen wir irgendwann nochmal in den Geschwindigkeitsbereich, wo der Stein, das Geschoss, die Glasscheibe berührt und dann hören wir mir ein Dick, Dick. Jetzt habe ich das System, die Glasscheibe bleibt ganz und sie macht ein Geräusch. Die nächste Stufe, wenn wir das erhöhen, kippt es schlagartig in ein neues System um. Es macht plötzlich Glirr und die Glasscheibe zerspringt in so komische Dreiecke. Mhm. Wenn ich jetzt die Geschwindigkeit von dem Geschoss noch weiter erhöhe, dann macht es Dock, habe ich gesagt, und dann hast du einen Durchschuss, das nennt man auch einen Korbuskel. Mhm. Die Glasscheibe bleibt ganz, sie kriegt ein Loch und das Glas, geil, die Wellen drumherum bleiben heil. Das ist die nächste Stufe. Soweit kannst du das physikalisch mit deiner jetzigen Physik auch dir vorstellen und wir können jetzt das, weil dieses Programm in uns läuft, zum Beispiel auch in einem Versuch empirisch aufbauen. Du wirst aber immer merken, das Programm bestimmt das, was du sinnlich wahrnimmst und nicht meine Welt, die da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Das ist dieses Umdrehen der Kausalität steckt in meinem Klingelingeling-Beispiel. Mhm. Die Naturwissenschaft lebt in dem Wahn, jeder naturwissenschaftlich verbildete Mensch, dass da außen eine Schöpfung ist, ob ich jetzt glaube, die hat Gott erschaffen oder der Urknall, das spielt keine Rolle. Das sind Naturgesetze und wir Wissenschaftler haben die jetzt erforscht. Mit Sicherheit nicht der Wissenschaftler, der die Sache äfft, geistlos irgendwas nach, was man ihm erzählt hat, was der oder der entdeckt hat. Wo ich dann dir zeige, in 99% der Fälle kann man das nicht entdecken. Vor 200 Jahren, die Wassermoleküle wurden ja vor 200 Jahren schon entdeckt. Mit deinem jetzigen Wissensstand kannst du die nicht einmal jetzt entdecken. Du kannst dir die ausdenken, wenn man dir vorher erzählt hat, dass es so ist. Das gilt für alles. Die Vakuumfluktuation, die Quantenmechanik, der Schlüssel liegt wo ganz woanders. Begreifen, dass das metaphorische Bilder sind, dass das Metapher sind. Das sind Märchengeschichten. Märchengeschichten sind ganz wichtig, ich betone das immer wieder. Und jetzt bis zu der Stelle, wo das Dock macht, einen Korpuskel ist, jetzt kannst du die Geschwindigkeit maßlos erhöhen, jetzt wirst du feststellen, in deiner Logik geht es nochmal weiter. Mhm. Aber dieses System läuft trotzdem weiter. Du springst nämlich jetzt in eine vollkommen neue Logik rein. Das heißt, du Geist, wenn du mit deinem Lebensbuch am Ende bist, und dein jetziger Körper sich auflöst, ist in dem Moment gegeben, das kann immer nur jetzt passieren, wenn du begreifst, ich bin ja gar nicht der Körper. Mhm. Dann kann der sehr wohl noch auftauchen, aber du wirst dann aber sagen, ich bin der Gedanke, bin ich und die anderen Gedanken bin ich nicht, sondern du begreifst jetzt, ich bin all meine Gedankenwelten, ich bin alles, was ich denke, aber nichts von diesen speziellen Sachen, sondern ich bin diese 200 Gramm rote Knete oder ich bin der Leser, der sich das ausdenkt. Mhm. Ist eigentlich so simpel. Es ist nur der Zweite, der dich hindert. Es ist auch nichts, ich sage immer wieder, wenn jetzt einer wieder in dir auftaucht, der dich verunsichert. Das ist das Problem, weil du immer noch meinst, irgendwas, irgendwer, der da außen ist, die wüssten mehr oder die müssten das wissen. Die sind vollkommen sekundär. Du musst den Mut haben, dich wirklich zum Ersten zu machen. Ja. Mhm. Das ist ja so eine Kleinigkeit. Und dann spiele ich in meinem persönlichen Traum, spiele ich dann wirklich Sachen ein, wo du hier immer mehr merkst, dass das Wunder sind, dass die Welt zu dir spricht. Das geht natürlich besonders gut, wenn man dann anfängt, die Grundsätze der Vatersprache zu verstehen. Dann werden nämlich Worte so unendlich vielfältig, weil ich sie nicht mehr einseitig auslege. Also das, was ich dir jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher und es ist auch alles schon passiert. Darum ist es so wichtig, wenn ich sage, wenn jetzt irgendeine Meinung in dir auftaucht und es widerspricht deiner Logik, mach dir diese andere Perspektive zu eigen. Wenn du vor dir einen Becher hast und es behauptet einer, es ist eine Tasse, die hat einen Henkel in der Mitte und du siehst keinen Henkel und bist felsenfest davon überzeugt, dass es ein Becher ist, mach dir die Perspektive zu eigen. Mhm. Es sieht nur deine Kehrseite und du sagst, es ist verkehrt, das stimmt nicht. Ich weiß ja, dass das Internet 1991 erst der erste Browser gemacht wurde. Ich sage, nein, der entsteht jetzt. Wo war jetzt der ganze Zeit der Internetbrowser, den du jetzt benutzt? Der hat nicht existiert. Mhm. Er war natürlich da, aber nicht existierend. Mhm.
Alles, was existiert, ist vergänglich und alles, was prinzipiell auftaucht, ist von Anbeginn. Aber jetzt, wenn ich schon von Anbeginn der Zeit, Zeit entsteht jetzt und Zeit endet jetzt. Wenn ich weiß, dass das erste hebräische Wort für Zeit das erste Mal et ist, eine augenblickliche Erscheinung. Und die ersten zwei Becken, These und Antithese, kann ich auch Beginn und Ende nennen. Ja. Das ist das, da müsste man noch, ich sage immer wieder, da können wir noch viel genauer drauf eingehen, schon das, was ich jetzt erzählt habe, das ist ein ganz simples arithmetisches Prinzip. Und es ist wie mit allen Sachen. In dem Moment, wo man es verstanden hat, wird es dann eine Selbstverständlichkeit. Wie die Smartphones jetzt im Schulranzen der Neunjährigen. Es ist doch überhaupt nichts Besonderes, hat doch jedes Kind. Aber was war das vor 25, 30 Jahren? Science Fiction. Das ist die ständige Verwandlung. Leben ist eine ständige Gestaltveränderung in dir selbst. Der Einzige, der sich dabei nicht verändert, ist der Geist, der es erlebt. Rechthabereien und ich weiß ja und ich weiß nicht, da wird dir immer mehr die Geistlosigkeit der Menschen um dich herum bewusst. Und du sollst die trotzdem lieben. Das ist so die große Erkenntnis der Liebe. Du bist jetzt personifiziert mit einem ganz, ganz bestimmten und eigenständigen Wertesystem. Es ist Solo-Feeling, ist so über alle ausgedachte Esoterik, ob du dir jetzt einen Professor ausdenkst oder einen Bischof ausdenkst, ob du dir einen Nobelpreisträger ausdenkst oder irgendeinen Brösel auf der Straße. Es ist einfach nur ein Gedanke, der wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Es ist sehr erschütternd, wenn man merkt, es stimmt ja eigentlich, ich bin ja eigentlich immer. Weißt du, hier und jetzt sage ich wieder vor 20 Jahren, wie viele tausende Male sage ich, wann hast du zum Denken angefangen? Und ich frage jetzt nicht den Trockennasenaffen. Oh, jetzt kriege ich einen Anruf aus Amerika. Oh. Dann können wir jetzt einmal dazuschalten. Siehst du, ich bin international tätig. Hier und jetzt. Mal schauen, wenn er hinhaut. Morgen. Hi, Mike. Wollte nur mal ein frohes Neues wünschen. Das ist super, du, ich nehme gerade auf. Ich habe gerade eine Aufnahme laufen. Ich quatsch einfach weiter. Wir reden danach. Am Ende der Aufnahme rufe ich dich zurück. Alles klar. Ist das okay? Alles super, ja. Müssen wir mal schauen. Kann man da, hast du keine Kamera eingeschalten? Ja, bin gerade dabei. Das könnte ein bisschen dauern. Sehr spannend. Es ist immer spannend, der Film, es kommt, es taucht auf. Weil ich heute auch gerade eine Mitteilung gekriegt habe vom Michael. Sehr spannend. Das ist halt eigentlich dieses Spiel, du hast deine eigene Welt. Du sitzt jetzt zuerst einmal vor dem Computer und schaust dir dieses Video an. Und du kannst jetzt nur mal schauen in dich rein, inwieweit du glaubst, dass jetzt, ich könnte jetzt wieder sagen, dass diese Aufnahme in der Vergangenheit getätigt wurde. Was auftaucht, taucht hier und jetzt auf und es taucht in dir auf. Und alles, was jetzt nicht da ist, und das ist unendlich viel, das, was jetzt da ist, ist von dem Unendlichen praktisch ein Nichts. Ist trotzdem da, als Seinsmöglichkeit im Hintergrund. Darum sage ich immer wieder, setz einfach Gott, jetzt ganz primitiv, sag Gott ist das Internet, so wie du dir das vorstellst. Mit Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten. Du kannst auf deinen Monitor, auf deiner Verarbeitung oder auf deinem Bewusstseinsmonitor immer bloß ein allereinziges Bild wachrufen. Und jetzt wiederhole ich nochmal, dass das sitzt. Und du musst wissen, dass die Internetadresse YouTube, www.youtube.com ist eine Adresse, ist ein Ordner, das ist ein Chat. Da befinden sich, jetzt könnte ich wieder sagen, Hunderttausende, Millionen und Abermillionen von Videos drauf. Das sind Unterordner in diesen Ordner. Und jede dieser Videodatei, wenn das ein 4-Stunden-Film ist, da sind 4-Stunden-Filme in HD drauf, besteht aus zigtausenden von Einzelbildern. Und diese zigtausende von Einzelbildern, wenn die jetzt in dir auftauchen, ist ein Arrangement von Bits, die ganzen Pixel, die Helligkeit der Einzelnen, dieser tausenden von Bündchen, die drauf sind, dieser Rot-Grün-Blau-Bündchen, wird ja genau in einem Binärcode angegeben, wie hell es in diesem Moment aufleuchtet. Und jetzt verändert sich nur diese Helligkeit, zack, zack, die aber alle gleichzeitig sind. Das gilt aber für die Hunderttausenden von Videos in dem Ordner YouTube und in zig anderen Ordner, wo das auch drin ist. Das ist ein Prinzip, das ist jetzt schon da und das beschreibt die Wirklichkeit, wie Leben funktioniert.
10.000 Mal besser wie jedes Physik- und Religionsbuch. Mhm. Die beschreiben das auch, wenn du das aber verstehst, wenn du die Metaphern verstehst, solange du das auf den Zeilen liest und dir Vorstellungen draus machst, dann gehst du in eine Falle. Das gilt für die heiligen Schriften genauso. Wenn ich immer sage, wenn du dir den Adam und die Eva wie zwei Neandertaler vorstellst, hast du nichts verstanden von dieser Metapher. Und wenn du dir Wassermoleküle als irgendwelche Kügelchen vorstellst, die hier sich umeinander rumdrehen und verknüpft sind, hast du auch nichts verstanden. Ja. Das Atommodell oder das Sonnensystemmodell sieht ja in der Vorstellung gleich aus. In der Wissenschaftsgeschichte ist es ein riesengroßes Problem, weil dieselbe Vorstellung die arithmetisch nicht unter einen Hut bringen. Die müssen bloß die Weltformel wissen. Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3, beziehungsweise ist gleich Pi Quadrat durch 7 mal 20. Das sind die 7 mal 20 Zeichen. Ja, aus diesem System, das ist ein Matrixcode, generiert sich die komplett alle Welten auf, in einer unendlichen Vielfalt. Betonung liegt immer auf unendlich. Versuch dir nicht unendlich vorzustellen. Wissen geht's gar nicht. Erster Ausgangsbasis, was bin ich selbst? Ich selbst rot gelesen. Und was sind meine Informationen? Und dieses Ich selbst rot ist jetzt ja wieder was Ausgedachtes, was ich sage, das ist These, Antithese. Da gibt's, das müssen wir nicht immer wieder wiederholen. Mhm. Und du wirst dann nur merken, in einer wertfreien Selbstbeobachtung, wenn ich immer wieder sage, schau, mit welchen Meinungen du sympathisierst und welche Meinungen du ablehnst, weil du ja sofort siehst, dass nicht stimmt. Ich weiß ja, dass Hitler so und so war. Woher willst du das wissen? Ich weiß ja, dass der Trump so und so ist. Oder der Putin so und so ist. Oder die Merkel so und so ist. Woher willst du das wissen? Du rezitierst vollkommen geistlos eine vollkommen einseitige Darstellung, die in dir auftaucht. Von irgendeiner einseitig ausgelegten Internetseite. Und selbst diese Seite legst du dann nochmal sehr subjektiv geprägt die Worte aus. In Maßsetzung dieser Logik, die du jetzt zu durchschauen hast. Das ist ein Spiel, das spielt man ganz alleine. Und das ist immer wieder, wo ich sage, dein Leben, das du jetzt lebst in einer Personifizierung, egal wer du zu sein glaubst, ist maßgeschneidert, um das zu lernen. Und das sage ich ja immer wieder, das Programm ist wie ein Puzzlestück, das verändere ich als Ding an sich nicht, wie ich den Buchstaben H nicht verändere, wenn du dann Worte kriegst oder Sätze kriegst oder ganz komplexe Geschichten kriegst in dieser Kombination der Buchstaben. Darum ist es so wichtig, dass man zuerst einmal die Schöpfungsenergien der einzelnen Buchstaben versteht. Das ist zuerst einmal diese Rot-Blau-Lesung. Und dann kriegt man dann mit, das stimmt wirklich immer, du kommst aus dem Kontext nie raus. Ja. Dann kriegt man immer mehr Demut über diese unendliche göttliche Schöpfung und im selben Moment auch ein gewisses Erahnen des Wissens, des Schmunzeln, dass dir plötzlich klar wird, wie unendlich krank sind eigentlich die Figuren in meinem Raum, die ständig meinen, sie könnten die göttliche Schöpfung, was Gott erschaffen hat, besser machen. Ja. Gott kriegt eine vollkommen, das Wort Gott kriegt eine vollkommen neue Qualität. Vor allem, wenn man dann noch begreift, dass man selbst, rot gelesen, wesentlich mehr Schöpfer Gott ist wie irgendein ausgedachter Gott, der nur ein Gedanke von mir ist. Und wenn ich mir jetzt einen Gott ausdenke, jetzt kann ich mir so viele verschiedene Menschen ausdenken, die, wenn sie an Gott denken, sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gott haben. Es ist mit dem ganzen Wissen, das du hast. Meine vielen kleinen Geschichten, wenn einer sagt, ich bin Vegetarier, dann sage ich, warum? Schmeckt dir kein Fleisch? Und dann bringe ich dir 10 verschiedene Menschen, jeder ist behauptet, er ist Vegetarier oder sogar Veganer und jeder wird dir komplett, wenn ich frage, warum isst du das nicht, wird dir eine andere Erklärung geben, warum er das nicht macht. Aber das ist niemals seine Meinung, er plappert irgendeine Meinung, die sich wie ein Virus eingefangen hat, ein. Noch. Und bevor du das nicht zuerst einmal erkennst, dass das vor allen ausgedachten anderen Menschen zuerst einmal für den offen gilt, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Wirst du nicht frei werden. Das betone ich immer wieder. Es ist dein Programm, ist die Quelle für die Traumwelt, die du erlebst. Und wenn jetzt dann wieder in dir was sagt, hier, das verstehe ich nie. Ich sage, da gibt es nichts zu verstehen, lass es geschehen. Halte dich möglichst raus. Lebe dein Leben, mach das, was du normal machst. Versuche zu lieben. Was oft relativ schwer ist und dann doch wieder, wenn man Liebe wird, dann ganz leicht fällt.
dass die auch immer wieder gerade, dass wirklich alle Menschen aus ihrer Logik heraus gesehen immer meinen, sie gehören zu den Guten. Yeah. Egal in welchem Glaubenssystem die drin hängen. Die wollen Welt verbessern. Ach, mir fällt ja gerade rein, ich muss jetzt da nochmal in unseren kleinen, ist ja eh ein intimes Gespräch. Also glaub ja nicht, dass das Gespräch irgendein anderer hören könnte. Hm. Das hörst immer bloß du. Übrigens auch egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Das ist, eigentlich hört es bloß das Ich, das JCH. Aber erst wenn du dann zu einer roten, blauen Ich-Kombination wirst, ein Buch, ein Programm, in einem Programm versinkst, erleben du das immer bloß der Geist. Dann kommst du in eine individuelle Perspektive, in eine individuelle einseitige Auslegung. Ich mache mal ganz kurz, aber das muss ich in meinem Bildschirm schnell übertragen, weil ich das heute Morgen mit meiner Ruth, das ist immer ein Akt von Liebe. Oh. Na, ich lasse den ohne Ton, den brauchen wir nicht. Schau, ich habe mal von einem Traum berichtet. Jetzt ist immer dran denken, ich sage jetzt gleich von vornherein, du hörst jetzt Worte, du siehst Worte, du hörst Worte und du machst jetzt Vorstellungen aufgrund der Worte. Da war nie irgendwo außerhalb von dir irgendwas vorher. Wo war das? Hier Traum. Heute Nacht. Wir waren in einem Raum und du hast geredet. Ich saß dort mit meiner Familie und wohlgemerkt, sie spricht jetzt da nicht mit einem Udo oder was, sondern die redet mit ihren eigenen Hörern selbst, mit diesem Ich-OB. Wir waren in einem Raum und du hast geredet. Ich saß dort mit meiner Familie und sie hörten dir zu. Meine Schwester Judith schlief während deiner Rede ein auf meinem Schoß. Wir beide konnten uns verständigen ohne Worte. Ich sprach im Geist zu dir, siehst du, meine Familie schläft tief und fest. Das ist einmal eine große Erkenntnis. Alle um dich herum sind schlafende Geistesfunken in anderen Personifizierungen. Von dir aus gesehen sind es bloß Gedankenwillen. Aber du könntest jetzt durchaus auch das Leben eines anderen leben, dann müsstest du bloß das Programm in ihm laufen haben. Und ich sage immer wieder, mach dir diese unterschiedlichen Sichtweisen zu eigen. Dann hast du mir zugenickt und mir verständlich gemacht, mach dich locker. Plötzlich wurde Judith wach und fing kurz an, dich und mich zu beschimpfen, ihr blöden Buddha-Leute, ich könnte sagen, ihr blöden Holofeeling-Leute. Das erleben übrigens sehr, sehr viele Geistesfunken, wenn der Lebenspartner oder irgendwie Familie mit Holofeeling nichts zu tun haben will. Dann wird derjenige vom Teufel geritten. Ihr seid komplett von der Bibel abgekommen und im selben Moment hast du Judith in den Arm genommen, sie gestreichelt und hast ihr auf die Stirn geküsst. So bin ich halt einmal. Ganz zärtlich, und meine wilde Schwester Judith ist in deinen Arm wieder eingeschlafen. Weißt du, was verrückt war? Du warst im Traum irgendwie allwissend und du konntest meine Kinder sehen. Hey, ich bin's. Du wusstest alles und ich wusste, alles ist gut. Du konntest meine Kinder sehen, die das ganze Schauspiel wahrgenommen haben. Judith hat dich übelst beschimpft, aber du hast sie bekämpft. Du hast sie umgekehrt wie ein Märchen durch einen Kuss auf ihre Stirn. Betschieren nenne ich das, wieder in Schlafkoma versetzt. Das Lustige war, ich saß nur passiv da, das ist das, darum zeige ich dir das jetzt. Du Geistesfunken hast eigentlich aus dem Jenseits heraus, außerhalb dieser Traumwelt, ist eigentlich innerhalb in dir, ganz innen, das zu beobachten, auch wie du werdest und was du erlebst, ohne selbst zu reagieren. Das ist der Frieden, den du kriegst, wenn du Holofeeling verstehst, obwohl du dich dann als Brüssel eventuell immer noch über was aufregst. Und während du dich aufregst, schmunzelst du auf der anderen Seite, um im Gleichgewicht zu bleiben. Ja. Denk immer an die Waagschale. Was ich beim Peter Fedding gesagt habe, du warst so unendlich krank, darum bist du auf der anderen Seite extrem gesund gewesen. Im Gleichgewicht. Mhm. Du hast alles für mich geregelt. Das ist mein göttliches Versprechen, dass ich alles ins Reine bringe, zurückbringe, dich heimbringe. Du musst nichts tun, nur deine Rolle weiterspielen, aber bewusst weiterspielen. Und ich habe gefühlt die Verbindung zwischen dir und mir, wir sind eins. Doch immer wieder, ich bin du. Sowas denke ich mir doch nicht aus. Und dann kommt, oh doch, natürlich, wer denn sonst? Du denkst dir alles aus, egal wer du zu sein glaubst. Während meine Schwester wartet, freue ich mich, dass ich heimgeholt werde. Sind wir doch gerade dabei. Ist es nicht witzig, dass meine Familie mich immer dafür verachtet hat, dass ich die Wiederkunft Jesus verpassen würde? Das sind ja so Christenheinis. Jetzt komischerweise die Ausnahme, die die Regel bestätigt. In denen ihrer Augen ist sie die einzige
die die Wiederkunft Christus verpasst, obwohl sie die einzige ist, die die Wiederkunft Christus erlebt. Und jetzt kommt das Wichtige, wie ist das zu verstehen? Ich obediene als wiedergeborene, erschaffener Affenbrösel. Das ist der Udo Böttcher. Einzig dem Geistesfunk, der mich als Brösel UB, Udo Böttcher, in sich selbst, absolut selbstbewusst, hier und jetzt, in diesem Moment erschafft. Ja. Und diesen Brösel UB in sich selbst jetzt aufmerksam zuhört. In dem Moment bist du, Brösel UB ist jetzt ein Lautsprecher, eine Lautsprecherstimme. Mhm. Was jetzt ganz wichtig ist, ist dieser Satz unten. Alle. Ich liebe alle. Ja. Freiheit beginnt in dem Moment. So, jetzt machen wir das um. Freiheit beginnt in dem Moment, wo du etwas Außergewöhnliches wirst, jetzt nicht in Bezug auf ein Objekt, sondern eben, dass du kein Objekt bist. Und ich sage immer wieder, du kannst machen, was du willst. Du wirst mich aber, egal was du magst, nicht daran hindern, dass ich dich trotzdem liebe. Mhm. Und jetzt denkst du dir einfach wieder diese Jesus-Geschichte aus, jetzt rein als Märchenfigur, als Geschichte, was über den alles ausgeschüttet wurde, an Hass, an Häme und an Qualen. Ich habe in einem der Selbstgespräche mal gesagt, ich habe mich bei den Folterknechten entschuldigt, dass ich ihnen so viel Arbeit mache, ich kann nichts dafür. Und wenn du den Zustand der Demut hast, der ist verknüpft mit einer absoluten Freiheit und einem Frieden. Mhm. Und dann wird sich wie durch Zauberhand um dich herum die Welt immer, wohlgemerkt, Zeit, eher relativ ist. Was hast du bei Zeit für eine Vorstellung? Es wird sich verwandeln. Aber jetzt hast du mal dein Nahfeld. Die Zufälle werden sich in dir häufen. Mhm. Und es bleiben nach wie vor boshafte Menschen. Aber wie ich bei den Tieren sage, das ist die Peripherie, die wir brauchen. Wenn wir ein Vakuum bilden, eine Leere, ein absolutes materiefreies Nichts bilden, müssen wir das in ein Gefäß einpacken, das aus Materie besteht. Mhm. Wenn wir uns Materie denken, müssen wir das in ein Nichts einpacken, das aus Nicht-Materie besteht. Das nennen wir dann Universum. Das kann man aber austauschen. Ja. Das ist das Spiegelprinzip, musst du verstanden haben. Den Rai, wenn du den Rai, R-A-I, den Kopf des Schöpfergottes verstanden hast, der hier jetzt erst einmal in ein Innerhalb und ein Außerhalb aufplatzt. Und ich sage, innerhalb ist erst einmal das, was du denkst. Und wenn du durch Glauben das verwirklichst, erschaffst du damit außerhalb eine Polarität. Es ist eine Gedankenwelle, die du aber komischerweise mit deinem jetzigen Programm immer bloß halbseitig anschaust. Du bist entweder krank oder gesund. Es ist wirklich so simpel. Ich frage mich wirklich, wieso muss ich das seit jetzt bewusst ausgedachten Zeitfenster 20 Jahren immer wieder wiederholen? Mhm. Diese einfache Kugel, KGL, die Welle, wo wir jetzt nicht mehr Berg und Tal nennen, sondern hell und dunkel. Die Erdkugel erdet das erweckte Wissen, das von Anscheinwerfern angestrahlt wird. Es ist gleichzeitig hell und dunkel. Selbst wenn sich die Kugel dreht. Aber wer sieht es? Es sieht niemals einer, der sich jetzt auf diese Kugel denkt, auf die helle oder die dunkle Seite. Dann wirst du zwangsläufig irgendwo in einer Einseitigkeit landen. Das ist das Problem der Trockenausnahmen. Die sagen dann, jetzt ist es hell und vorher war es finster. Und es wird wieder hell. Es ist chronologisches Denken. Wenn du dich jetzt erhebst, und es ist der Fall, und du stellst dir jetzt diese Kugel vor, und du bist der, der sich die Kugel, die von der Sonne aus angestrahlt wird, ausdenkt, in dem vollen Bewusstsein, dass die ja in mir drin ist, weil ich sie jetzt denke, dann sehe ich, egal wie sich das Ding dreht, dass hell und dunkel sich nicht wechseln. Die Theorie der logischen Typen aus Ich bin du Quadrat im ersten Selbstgespräch, aufbauend auf einen Russell Mathematica Principia. Da wird es auch schon beschrieben. Ich sage in den Büchern, natürlich der Russell weiß es nur, ich war vorher, wahrlich, ich sage dir, ehe Russell und Goethe waren ich. Aber ich weiß, dass bevor ich bin, bist du. Mhm. Weil du mich doch jetzt ausdenkst. Auch hier die Sache, dass ich größenwahnsinnig bin. Hat mir jemals einer wirklich zugehört? Ja. Ich erhebe doch dich und nicht irgendeinen Gedanken von dir. Nicht einmal den Udo Böttcher. Mhm. Man muss das einfach hinnehmen. Schau jetzt in eurer Familie, du warst. Ihr habt das ja nachvollziehen mit Toni und Helene und mit eurem Michi.
Da ist, man bemüht sich, ist er der Bruder oder der Sohn? Ich sage immer, ich habe zum Toni gesagt, halt den Mund. Da hat er am Anfang, wollte er ja zu viel, hätte er das so langsam wachsen lassen wie bei euch zwei jetzt, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Es wäre jetzt wert, die Spur mal anzuschauen, wenn man es anders gemacht hätte. Aber es bleiben immer individuelle Spuren. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Mhm. Wobei natürlich jetzt genau genommen die Menschen selber ja gar nicht träumen, weil das ja nur Informationen von dem einen Menschen sind, der träumen kann. Das ist der Adam. Dazu braucht er seine Eva, seine Java. Und dann erkennt er alles, was er ausdenkt, sich ausdenkt, ausdrückt, vor sich hinstellt, ist in ihm drin. Es ist wirklich so einfach. Es ist so einfach, wie ein Quadrat mit drei Strichen zu zeichnen. Mein absolutes Lieblingsbeispiel. Dass ein unmöglich plötzlich in ein Schmunzeln umkippt, weil man sagt, Mensch, bin ich neben mir gestanden? Also, du stehst die ganze Zeit neben dir. Du musst neben dir stehen, um dich selbst beobachten zu können. Musst du dich ja ausdenken. Zumindest um dich rumdenken. Aber das bist du nicht. Ansonsten ist das Leben spannend zurzeit. Der legalisierte Wahnsinn. Egal in welchem Land du lebst. Sieh das wirklich wie einen spannenden Film. Es ist ein extrem spannender Traum. Das Einzige, was ich mir wünsche, macht dich absolut zu einem wertfreien Beobachter und Zuschauer, der jetzt als erstes, was du beobachtest, dich selbst, wie du darauf reagierst. Auf die Bilder, die in dir auftauchen. Die tauchen ja nicht in der Kiste auf, in dem Kopf, wo du dir das jetzt hineindenkst. Auch wenn du das sagst, das ist mein Kopf, dann spreche ich immer vom roten Kopf. Im roten Kopf sind alle anderen Köpfe. Blauen Köpfe sind schon periphere Köpfe. Das sind aber schon ausgedachte Kisten, wo wir bestimmen, was da drin ist oder nicht drin ist. Ein Gehirn zum Beispiel oder Vögelchen. Wenn ich immer sage, da haut es dir doch den Vogel raus. Ja. Jetzt will ich natürlich wissen, dass der Vogel, dass wir da die Welle schon wieder drin haben. Und zwar bistabil kreisen, plus minus, plus minus, plus minus. Das ist alles Physik. Jede Kleinigkeit, wo ich sage, ist Physik. In einer Komplexität, die du höchstens erahnen kannst, wenn du über viele Jahre, wie jetzt das Andrea-Programm durchschaust, hier die Ohrenbarungen studierst. Aber um mich zu verstehen, musst du den Intellekt nicht wissen. Du musst auch nicht wissen, wenn ich immer sage, wie der Computer funktioniert, wenn du jetzt einfach dir einen Film anschaust. Oder wie ein Fernseher funktioniert, wenn du dir einen Film anschaust. Das ist jetzt dieses Beispiel mit dem göttlichen Auto, mit dem Fahrzeug. Du musst dich nur reinsetzen. Und was musst du dazu tun? Dein Leben ganz normal weiterleben und dich bemühen, dir bewusst zu machen, wenn du wieder aufgrund deines zwanghaften Egos, deines Programms lieblos und einseitig wirst. Das wünsche ich mir, dass du dir das immer bewusst machst, dass sobald du dich schlecht fühlst, es ist nicht der Reizauslöser schuld. Egal, was in dir auftaucht, es ist diese zwanghafte egoistische Reaktion drauf, die dir dieses Gefühl einhandelt. Du könntest, du hättest die Freiheit, auch einfach nur zu lächeln. Ja. Wissen zu lächeln. Das ist so, so trainierst du Bewusstsein und nicht mit irgendwelchen Meditationstechniken. Das ist überall in der ganzen, auch in der Religion, sie sind alle Sackers. Die Grundausnahmen sind wichtig. Und auch die Demut, Selbsterkenntnis, mal bin ich blöd gewesen. Ob du jetzt der Lebensberater bist, ob du ein Arzt bist, mach deinen Arztberuf weiter ganz normal. Wenn du ein Lebensberater bist, berate die Menschen weiter, wenn du willst. Verlang Geld dafür. Das, ich sage immer wieder, das, ich mache das ja nicht vorwerfend. Jetzt bei Debarbeit. Ich werfe ja keinen, den ich mir ausdenke, vor, dass er so ist, wie er ist und du sollst da die Rolle weiterspielen, aber du wirst irgendwann einmal merken, dann kommst du in einen Konflikt. Bei meinem Beze zum Beispiel, der war Versicherungsvertreter. Da kommst du an einen Punkt, der konnte nicht mehr, weil was, ich verdiene Geld, wenn ich meine Mitmenschen ausschmiere. Wo aber das Problem sich von selber dann irgendwann löst, weil dann eh keiner mehr zu ihm gekommen ist. Also da mische ich mich dann schon ein bisschen ein. Ich komme in einen tiefen Konflikt, da kommst du wirklich in einen tiefen moralischen Konflikt. Und dann ist die Frage ja hin und her, ich weiß beim BC all die Selbstgespräche annehmen, wo er sagt, ja, wenn ich doch ein Arschloch bin und ich soll die Rolle weiterspielen, dann bin ich in einem Arschloch, dann hat er richtig aufgedreht, die Leute auszuschmieren. Ist ja meine Rolle. Er hat es als Rechtfertigung gemacht. Nichts verstanden, nichts verstanden. Du sollst es nicht rechtfertigen, du sollst dir selber bewusst sein, dass was du einem anderen tust, tust du dir selber und du kriegst es volle Breitseite zurück. Das ist es, du musst für alles bezahlen. Wir können natürlich eine Generalamnestie machen, so dieses, ich begnadige dich.
Das ist auch noch möglich. Es gibt immer eine Lösung. Ich muss noch mal beim Richter sagen, was haben alle Richter der Welt gemeinsam? Sie urteilen und richten einseitig. Mhm. Alle Richter der Welt. Jeder normale Mensch, weil sie in dem Entweder-Oder-System sind. Aber jetzt weiß ich ja in unserem Einheitskreis, dass die zwei Seiten eigentlich vier Seiten sind. Ich wiederhole das nochmal. Ein Richter kann entweder jemanden schuldig sprechen oder er kann dann freisprechen. Das sind die zwei Seiten. Jetzt machen wir aber die Qualität dazu. Es ist durchaus möglich, dass er jemanden schuldig spricht, obwohl der gar nicht schuldig ist. Und es werden auch viele freigesprochen, die überschuldig sind. Jetzt haben wir die vier Seiten. Was aber ein Richter niemals tun wird, dass er sagt, ich weiß zwar, dass du schuldig bist, aber ich begnadige dich. Das mache ich. Ich weiß, dass du derjenige bist, der sich diese Scheißdreckswelt ausdenkt. Aber ich begnadige dich, weil ich weiß, dass du dir das nicht raussuchen konntest. Dass ich dran schuld bin. Weil ich mir nämlich das so denke, dass du dir das denkst. Weil du unter System von mir bist. Weil ich nämlich alle Schuld auf mich nehme. Bist du schon ich? Wenn ich so denke wie Gott, wenn ich so liebe wie Gott, was unterscheidet mich dann eigentlich noch von Gott? Nichts. Zwei Nichts, die sich nicht mehr unterscheiden. Das ist Ich bin du. Und die Rolle bleibt einmal immer wie auf der Bühne. Derselbe Schauspieler kann vom Massenmörder bis zum Heiligen Aller spielen. Es ist Unterhaltung. Es ist lehrreiche Unterhaltung. Dein jetziges Leben ist nichts anderes. Ein sehr drastisches Leben, weil um dich herum ist Sodom und Gomorra. Ohne Wenn und Aber. Jeder in seinem logischen System zählt dich zu den Guten. Ob du rechter Radikaler, Linksradikaler bist, ob du Atheist bist, der ja hundertprozentig sicher weiß, dass er den richtigen Glauben hat, ist ja alles wissenschaftlich bewiesen, die Gehirnspinnereien. Die Wissenschaft hat ja mittlerweile den blinden Glauben verlassen. Nichts ist blinderer Glaube wie Materialismus. Weil die sehen laufen Sachen, die sie überhaupt nicht sehen. Ich habe im letzten Moment primär einen einzigen Physiker, dem bewusst ist, dass wenn er einen Laserstrahl anschaut in seinem Aufbau, dass der den Laserstrahl gar nicht sieht. Und wenn er dir dann die Photonen im Flug auf dem Monitor zeigt, das sind Photonen im Flug, dass er einfach nur einen Monitor anschaut. In den Teilchenbeschleuniger, die wir uns jetzt ausdenken, wenn wir die materialisieren, passiert nichts anderes. Den ganzen Universum, den tiefen Raum, den sie analysieren, die sitzen eigentlich nur am Computerbildschirmen und schauen die Berechnungen der Programme an, die sie selber einprogrammiert haben. Du schaust dir das ein, was ich in dich einprogrammiert habe. Wurde einfach einmal bewusst. Jetzt lassen wir es dann gut sein. Dass nicht wieder so lang wird. Auch das sind Wiederholungen. Wirklich, es ist eine Wendezeit zurzeit. Wir kennen das nämlich auch wie ein doppelt aufgespanntes Ende. Aber das doppelt aufgespannte, das Ende von dem doppelt aufgespannten ist das hier. Mhm. Das Du-All. Du bist Gott, du bist nichts. Siehst du, dass du blau machst? Die Öffnung von was aufgespannt. Ja. Mhm. Ja, so schaut's aus. Also spielen wir noch eine Runde Leben. Ja. Lass uns überraschen, wie du steuerst, wie du mit deinem Ego steuerst. Lass dich einfach mal überraschen und wenn es nicht hinhaut, ihr wisst, wie mein Videospiel, wenn du umkommst, dann fangen wir ihn wieder von vorne an. Und dann probieren wir es nochmal und versuchen wir mal andere Lösungsmöglichkeiten.